war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt. Ein Pilger im Bazar? Wenn ich er wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Das ist sicher. Nicht, wenn jemand Lukas abschießen kann. Hatte Lukas denn Feinde? Ich sehe Banditen und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Two.
Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Finde die Kristalle. Susie hatte sie. Susie? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susie? Susie, wo sind die Kristalle? Susie! Sophie, ich habe Susie gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Shit! Verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen. Und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin nicht so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander rausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, oh, scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Aito ins Zentrum.
Fick dich einfach, okay? Was ist los? Ich spiele hier Rapunzel, siehst du doch. Was denkst du denn, was ich hier mache? Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Und das von meinem Bruder. Zum Glück habe ich es auf den Balkon geschafft. Spielst du den Prinz und holst mich hier raus? Ah, klar, warum nicht? Klingt lustig. Nein, warte. Mein wundervoller Timur wird mich befreien. Er muss nur erfahren, dass mein Bruder mich hier drin eingeschlossen hat und mich nicht rauslässt. Kannst du ihm sagen, dass ich gerettet werden muss? Und wo finde ich diesen wundervollen Timur? Tja, also heute Nacht sollen Timur, mein Bruder Loan und eine Gruppe Überlebender klar Schiff machen mit den Infizierten aus dem Wohnblock nördlich von hier, auf der Richmond Crescent. Das wird unser neues Heim. Das wird es eines Tages. Ich kann Timur nicht über Funk erreichen. Sag ihm bitte, dass er sich bei mir melden soll. Er liebt mich, weißt du? Er befreit mich und dann sind wir zusammen. Auch wenn mein Bruder etwas dagegen hat. Also gut. Warte hier, bis es Nacht wird. Was habe ich euch getan? Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Wo bist du? Mia? Oh nein! 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 Nein!
Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen, wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Aether hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Ich reiß denen die Kehle raus. Ich schwöre, ich schlitz sie auf. Ganz langsam. Stück für Stück. Wollen Sie da nur rumstehen oder kommen Sie her? Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazaar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Helfen Sie, Sophie. Aber geben Sie Acht, Aiden.
Es ist Zeit für uns. Ja, sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Also... Papa, es ist noch früh. Ich suche Sophie. Wo ist sie hingegangen? Sie sagte, sie müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Aber du kannst bei uns warten. Wenn du wissen willst, ob ich einen Freund habe, ich habe keinen. Was nicht heißt, dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast. Die hast du nicht. Wenn du glaubst, mich würde es interessieren, ob du einen Freund hast, liegst du falsch. Aber auch wenn du deine Meinung über meine Chancen änderst, meine ändere ich nicht. Na gut. Was führt dich her? Pass gut auf Barney auf heute. Der Typ ist wie ein Neonschild, auf dem steht, zum Chaos hier lang. Stimmt. Hast du Sophie gesehen? Ich suche nach ihr. Ah, unser tapferer, verschissener Pilger. Ich hab dich gesucht. Trink! Prost! Ich hab einen rauen Hals. Will nicht, dass du dir was einfängst. Ich bin verkackt noch eins, unbesiegbar. Die übelsten Pestplagen können mich am Arsch lecken. Hey, hat dieser Dämlack Alberto dein Funkgerät geprüft? Dieser Volldepp kriegt keinen geraden Satz raus. Dem sein Hirn muss aus Schweizer Käse bestehen. Zeig mal ein bisschen Respekt, Humphrey. Alberto ist ein Genie mit Waffen und Rüstung. Was ist denn deine große Fähigkeit? In der Harmonika furzen und es Musik nennen? Hey, ihr elenden Wichser! Sprecht euer letztes Gebet. Barney kommt. Und er wird euch in den Arsch treten. Ich reiß euch den Schädel ab. Dann das Herz. Das? Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging... Sie meinte... Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo! Lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht. Aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Ich hoffe, dass er am Leben ist und dass du ihn irgendwann findest. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht.
purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdie, Ralph, auf euch. Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Über meine Schwester. Tut mir leid. Na, vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Ich muss meinen Söhnen ein Beispiel sein. Bist du hier um... Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango Motel. Thank you.
Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell! Ich tue, was ich kann. Was für ein Scheiß! Du stinkst aus dem Maul wie eine Leiche. Du willst Absicht, du willst. Jetzt hab ich dich durch. Jetzt gehörst du. Jetzt bist du tot, Fickfresse! Schlitz ihn auf! Stimmt was nicht, wer zum Teufel? Hat noch wer diese Scheiße gesehen? Hier geht irgendwas vor sich. Oh!
Was zur Hölle ist das? Was zur... Nicht dein Ernst. Wer trampelt denn da an uns vorbei? Du bist erledigt. Wie gefällt dir das?
Ich bewundere Sophie. Sie ist 10-mal so mutig wie Carl. Interessiert dich irgendwas? Klar. Schau mal wieder rein. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Carl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie! Bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Nicht zu fassen, dass sie mich so zum Lärm halten konnten. Ich hab meine Kids... Bravo, Pilger. Endlich hat diesen Wichser mal jemand gezeigt, wo der Hammer hängt. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Brennstoffbehälter in der Nähe. Scheiße, ich bin zu spät. Sophie! Barney! Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich! In der Nähe.
mich jemand hören? Komm. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich hab euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Bonnie! Bonnie, warte! Beweg dich! Kein Entkommen! Nimm das, Faulfresse! War ja klar. Ich suche Sophie! Sophie! Verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman. Aus dem Weg! Du beschissener Grizzlybär! Na komm, komm! Herman, gib's auf! Lass mich mit Sophie reden! Ah!
Immer da, wo du mich brauchst, ha? Junge, finde Barney. Barney? Komm raus. Komm schon, Mann. Ich finde dich. Eben. Wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also. Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Basar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lucas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir. Warst du es? Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich dieser Mörder? Was hat Aether dir versprochen? Aether versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser und ich bring dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes, das ist was anderes. Was dein Angebot angeht, wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst, bringen wir dich ins Zentrum. Hilfst du uns? Okay, was ist der Plan? Jack und Joe sind geflohen. Wir haben die Chance, den Turm einzunehmen und endlich das Wasser zurückzuerobern. Bevor es der verdammte Aether macht.
Wir kümmern uns um die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst müssen wir aber den Wasserzugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe unmöglich ohne eine Seilwinde. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frage ich... Ich soll also hochklettern? Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir dir nicht. Wie es aussieht, sind die Banditen aus dem Wasserturm geflohen. Da ist keiner. Sophie will mir einen Zugang zum Zentralring zeigen, sobald ich ihnen helfe, wieder ins Wasser zu kommen. Klingt gut. Sie ist die Hauptfahrt. Kennt ihr jede Ecke besser als die meisten Taxifahrer. Aber nimm dich vor Joe in Acht, Aiden. Der Typ ist zwar ein Clown, aber gefährlich. Der haut nicht einfach so ab. Was ist das? Wer stürzt? Wer ist das? Hilf mir mal, wer den Müll rauszubringen.
Lass sie Blut! Höher als ich dachte. Verdammt. Sophie, Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Oh Gott. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch, die Sprengladungen zu entschärfen. Sprengzünder, Jack. Nein. Wir wollten doch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Jack, gib sie zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Sie werden sterben. Jack, ich warne dich. Und das Wasser ist gesichert.
es doch noch geschafft. Ihr habt es so gewollt, Arschlöcher! Kein... Die wollen es doch nur verarschen. Entweder die Arschlöcher vom Bazar oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Wir haben verloren. Wir können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Jo, ich will nicht sterben, du Arschloch. Film, wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Ich hab die Bomben gefunden. Reden wir. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wir jagen diesen verdammten Turm in die Luft. Ihr kapiert nicht. Es ist vorbei. Ich will, dass es vorbei ist und die Stadt sicher verlassen. Helft mir, dann helfe ich euch. Mach dir nichts vor, Jack. Niemand wird uns hier lebend rauslassen. Schau, ich bin ein Pilger. Lasst uns das Teil einfach hochjagen. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch! Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du's nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt, an einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lucas, der ihn wegen Waffenhandel drankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lucas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villador vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger. Zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich kann euch aus der Stadt bringen, aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt doch mal! Aber okay. Wir warten in den Tunnel auf dich in der Nähe vom Tango-Motel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren?
Guten Abend, Aiden. Harkon. Aiden, wo verdammt nochmal bist du? Barney wusste, dass Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Pass auf dich auf, hörst du? Wie konntest du nur, Anna? Hast du nichts zu sagen? Wo ist mein Mehl, du Diebin? Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Aber du bist mir was schuldig, Theresa. Mehrere Monatslöhne. Es reicht. Verschwindet, ehe ich euch herausschmeiße. Schlappe! Wusstest du, dass sie diese Tageszeit die goldene Stunde nannten? Ich sehe da nichts Goldenes. Aber hey. Du kannst gehen und Barneys Sachen durchsuchen. Die Luft ist rein. Thank you.
Sophie und ihre Männer in der Nähe des Wasserturms gesehen. Der Ort sollte also verlassen sein. Ich weiß aber nicht, wann sie zurückkommen. Ist der so eine Art Sammler oder was? Oh, dieser Ort ist ein Saustall. Das ist kein Beweis. Hey, beeil dich. Jemand kommt in deine Richtung. Na toll. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel? Oh, fuck. Das ist Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja. Oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da. Wir sagen es Rito und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben... Ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich. Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hund. Ich mach dich bald, Verräter. Hakon kann dich nicht retten. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel? Hakon, ich hab das Tattoo, das sie Lukas heraus... Was? Ja. Hau sofort ab! Kleine St... Nimm das, Pilger! Jetzt stirbst du, Ape! Spürst du das? Ja.
Schwach. Aufhören! Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Bist du bescheuert? Ja. Er haut uns übers Ohr. Diese verdammte Pilger will uns drankriegen. Wovon spricht er da, Aiden? Ich hab den Beweis gefunden. Zwischen deinen Sachen versteckt. Beweis? Wofür? Du hast Commander Lucas die Tätowierung aus dem Arm geschnitten. Nach seinem Tod? Oder war es noch davor? Du hast sie doch nicht mehr alle. Das habe ich nicht getan. Du vielleicht nicht. Aber dein wahnsinniger Bruder... Barney ist kein Psycho. Wir haben nichts mit Lucas Tod zu tun. Ich gehe zu Aether. Ich habe den Beweis, nach dem er sucht. Aiden, wir waren es nicht. Niemand im Azar wird dir das glauben. Das ist egal. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Aether. Warte! Bitte. Aether interessiert sich nicht für die Wahrheit. Ihm geht's nicht darum, den wahren Killer zu finden. Er will nur einen Grund, um den Bazar überfallen zu können. Das geht mich nichts an, Sophie. Nein. Du wirst aber Blut an den Händen haben. Das Blut von Unschuldigen. Da will uns jemand etwas anhängen. Jemand Cleveres. Aiden, wir sind keine Sadisten, die Lucas häuten würden. Und das weißt du auch. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Ja. Und wir werden sie los. Aber nicht wie Psychos und Mörder, Aiden. Glaub mir, das ist ein Komplott. Ich werde dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Versprochen. Wie denn? Indem wir das größte Problem dieses Landes loswerden. Die PKs. Das hört sich gefährlich an. Wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich bereit bin. Bleib am Funk, Aiden. Zeit, hier für ein paar Veränderungen zu sorgen. Yeah.
Wir halten einen Kriegsrat. Bereit, mich ins Stadtzentrum zu bringen? Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Beeil dich. Ah!
besser was Gutes sein, so schwer wie ihn zu öffnen ist. Morgen melde ich mich freiwillig zum Putzen. Und sie kann die Axt schwingen. Ah, so eine Prinzessin. Du verarschst mich doch. Nicht dein Ernst. Ich pack das nicht. Das. Scheiße! Überraschung, du Penner! Virusinfizierte Spucke, heile Pickel. Ich will lieber nicht wissen, woher sie das weiß. Fantastisch! Ich freue mich aufs nächste Mal! Willkommen, Junge! Warum lächelst du? Das tut mir leid. Das erstbeste Mädchen heiraten, das ich treffe. Sie sollte schön und intelligent sein und eine stabile Wasserversorgung haben. Echt? Wann heiratest du denn? Niemals. Ist das deine endgültige Antwort? Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Aitor mag zwar mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es.
Solange ich den Basar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest den Basar nicht mehr. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Basar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen. Oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie! Was macht ihr da? Sie wollen den Basar verraten! Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut! Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie! Was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Aitor seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Sobald Aitor geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Aitor Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Zwar. Hey, Alberto! Deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk aus dem besten Material. Nämlich aus... Oh je! Dem raucht der Schädel. Nicht zu übersehen. Ich glaub, der platzt gleich. Titan. Die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt. Deshalb ist die so leicht. Und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Mal sehen. Danke, Vincenzo. War doch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ah! Die beiden haben gerade die letzten Titanwesten eingesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Karl zugestimmt? Karl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Karl. Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad. Wir jagen das Windrad in die Luft. Bingo. Das große Windrad, das Picard-Hauptquartier mit Strom versorgt. Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Und du... Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch und zum, wie heißt der noch? Zum Zentralring? Zum Zentralring, richtig. Woher weißt du, dass die Picards sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Okay, ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Worauf wartest du?
Ich habe meine Kind seit Monaten nicht gesehen. Schön, dich zu sehen. Wir sollten uns das mal an. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Was ist denn hier passiert? Die verdammten Soldaten haben meinen Bruder. Was ist hier los? PKs. Sie haben uns nach Waffen durchsucht, haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstelle. Alberto, die Sprengladungen sind verschwunden. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Oh, oh je. Ganz genau. Aiden? Ja? Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladungen. Ohne sie kann der Plan nicht laufen. Ich tue, was ich kann. Bitte! Hilf mir! Haben die PKs den Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Ha, sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel.
So ein Scheiß. Alberto, ich habe die Sprengladungen. Großartig, sehr gut. Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. Ausgependelt. Auf keinen Fall. Ihr sollt. Ich hab einen. Der ist so am Arsch. Thank you.
Stück Scheiße. Kannst du das glauben? Willst du mich verarschen? Was zum Geier? Wasser? Wir haben Wasser. Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren wenden würde. Sollte gestern schon wieder zurück sein, so der Verkäufer hat Verspätung. Du bist noch da? Komm nächste Woche noch raus, wo nicht so schnell gehen müsste. Wo ist dein Vater? Da bist du ja. Nur zwei? Den Rest haben die Picards. Wir müssen. Du musst. Wir brauchen. Ich kann nicht. Ohne Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Night Runner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen. Lebt auf einem Dach. Ob Freund oder Feind, wer weiß. Killian. Kennst du ihn? Killian? Hakons Kumpel? Ja, Killian. Ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Du hast gesagt, du wüsstest, wo Killian wohnt.